Ich bin heute Morgen durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, den neuen Bernd Hoffmann, freigestellt worden. Ich darf sagen, dass ich mich dem HSV sehr verbunden fühle. 14 Monate durfte ich hier die Verantwortung übernehmen. Die ersten 8 Monate waren geprägt durch gute Ergebnisse, waren geprägt dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ein ordnendes Element eingestellt zu haben. Darüber hinaus war es so, dass ich guten Glaubens war, dass wir gut aufgestellt in die Saison 17-18 gehen würden. Das hat sich als Trugschluss herausgestellt. Die Verantwortung dafür übernehme ich. Der Vorstandsvorsitzende ist für alle Dinge verantwortlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob Einzelentscheidungen auf anderer Ebene getroffen werden. Und ich habe immer gesagt, was für den HSV das Beste ist, das ist auch in meinem Sinne. Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Ich habe mich heute von der Mannschaft verabschiedet, habe den Spielern nochmal Mut gemacht. Noch ist es nicht zu Ende, noch haben wir eine Chance. Ich habe es auch wiederholt erlebt, auch in Frankfurt in prekären Situationen. Und insgesamt gesehen wünsche ich mir, dass durch einen Neubeginn, der heute ausgerufen worden ist, der HSV gerade im sportlichen Sinne sich weiter entwickelt und die Krise löst. Ob er sie sofort löst oder ob er sie auf der Zeitstrecke löst, das kann ich nicht beurteilen, das weiß wohl keiner. Trotzdem hat dieser Verein ein großes Grundvertrauen verdient. Und meine Bitte geht auch an Sie, dass Sie den Verein kritisch weiterhin begleiten. Das fällt Ihnen leicht, aber dass Sie auch ein bisschen Mitverantwortung dafür übernehmen, dass es im Sport eben auch Misserfolg gibt. Und Abstieg ist bitter für den HSV, weil er es zum ersten Mal erfährt, wenn es denn dann so kommt. Aber es gehört auch dazu, in dieser Situation zuversichtlich zu sein und diszipliniert zu sein. Und ich drücke dem HSV die Daumen, dass dieses Vorhaben gelingt. Ich denke mal, dass die Entscheidungen des Aufsichtsrats aus der Verantwortung getroffen worden sind. Ich wünsche mir, dass sie sich auch als richtig erweisen und darf nochmal Dank sagen für die in der Regel gute Zusammenarbeit, die wir hier in den letzten 14 Monaten erlebt haben. Sie haben Verständnis dafür, dass ich bin zwar kein Regierungssprecher, ja, ich bin nicht Herr Seibert, aber ich möchte heute keine Rückfragen entgegennehmen. Das war's und nochmal alles Gute Ihnen. Danke sehr. Dankeschön.